Ja, wie sieht ein Schlüssel zur Stadt aus? Der Schlüssel zur Stadt ist ja als Gedanke zu sehen, so als eine Art Metapher. Es ist jetzt nicht irgendwie so ein haptisches Ding, was 2 Kilo wiegt und das man vom Bürgermeister bekommt, sondern es ist eher so die Idee, dass man halt den öffentlichen Raum, der keinesfalls öffentlich ist, also man darf sich da nicht ausleben, man darf nicht mitbestimmen, man darf ihn nicht mitgestalten. Der Schlüssel zur Stadt ist eher die Idee, dass man damit halt nicht konform geht und den öffentlichen Raum mitgestalten will. Sei es die Entscheidung, dass man hier etwas hinstellt, sei es die Entscheidung, ob man die Vitrine hier öffnet oder halt irgendwelche U-Bahn-Türen. Der Schlüssel zur Stadt ist eher, bei jedem ist eigentlich selbst überlassen, ob er sich den Schlüssel der Stadt nimmt. Der wird nicht verliehen, den muss man sich nehmen. Ja, also das Kollektiv ist ein loses Kollektiv, sag ich mal. Also es gibt keine genaue Anzahl von Leuten. Also jeder, der dazu einen Beitrag macht, der gehört mehr oder weniger zum Kollektiv. Und dieser Kollektivgedanke, der ist natürlich auch juristisch nicht ganz uninteressant, weil das Individuum an sich gar nicht so angreifbar ist. Also man kann einem jetzt nicht alle Aktionen quasi, die gemacht wurden, anhängen, weil es ja ein Kollektiv ist, das hätte jeder von uns gewesen sein können. Und insofern ist dieser Gedanke ganz wichtig für uns, zur Sicherheit. Und ja, ansonsten gibt es Brüder, gibt es Schwestern. Das Wort Bruder ist in dem Fall überhaupt nicht gegendert. Genauer will ich darauf auch nicht eingehen, weil jetzt würde das alles so ein bisschen entromantisieren und außerdem ist es spielt man mit so einer Information ja immer so ein bisschen die Behörden in die Hände. Also dazu muss man sagen, diese Baumärkte sind eigentlich so unser zweites Zuhause, weil hier kriegt man eigentlich alles, was wir brauchen. In Berlin ist es zumindest so, da es gibt dieses schöne Wort Mimikry, man muss sich einfach irgendwie durch Kleidung oder whatever der Umgebung anpassen, um nicht aufzufallen. Also wenn man sich als Bauarbeiter verkleidet beispielsweise, da ist gar nicht viel dahinter. Man braucht einfach nur eine Weste und einen Blaumann und einen Eimer und einen Hammer, so nach dem Motto. Und dann fällt man auch nicht auf, wenn man auf der Straße auf einmal die Steine aufreißt und Beton gießt und ein neues Straßenschild installiert, wie am Pekinger Platz. So, nehmen wir mal den hier. Das ist ein ganz normaler Rohrsteckschlüssel. Die muss man ein bisschen manipulieren und dann kommt man beispielsweise in die Vitrinen von der Wall AG rein, wo die Poster hängen. Brauchen wir noch irgendwie eine Schraube zum Hebeln. Interessanter ist es natürlich, wenn man komplett neue Kunstfiguren erschafft. Also jetzt sich jetzt einfach nicht nur irgendwelche Kleidung anzieht, sondern eine totale Geschichte spinnt. Hatten wir jetzt am Pekinger Platz nicht so nötig. Aber wenn man sich zum Beispiel ein T-Shirt von einer Fernsehstation anzieht und sagt, man filmt für den RBB, oder wenn man sich ein bisschen schicker kleidet und sagt, man ist Kurator, die Leute schlucken es einfach, weil keiner glaubt, dass man halt Scheiße erzählt. Und so werden eigentlich manchmal so Tore oder Wege eröffnet, die man sonst nicht. Also wir spielen gerne mit diesen, mit dieser Verwirrung, dass man sich als andere Menschen ausgibt, als Bahnmitarbeiter, als Bauarbeiter, als CDU-Mitglieder und kommt so ins Rathaus rein und so. Muss man sich nur eine Visitenkarte drucken und ein bisschen schmierig anziehen und schon ist man bei der CDU. Perfekt. So,
Darf ich kurz? Ja, danke. So, da haben wir hier unsere Hardware auch schon. Es ist auch ein leichtes, sich Westen bedrucken zu lassen. Und da drückt man sich BVG Technik drauf. Ist auch kein großes Geheimnis. Setzt sich einen Bauarbeiterhelm auf und geht im öffentlichen Tag, am helllichten Tag durch die Notausgänge in die Berliner U-Bahn rein. Ich würde mich auch jetzt nicht wundern. Man muss halt aufpassen, dass man da nicht zu läppisch wird, weil manchmal trägt man dann halt Turnschuhe, die bemalt sind oder so, dann fällt es dann schon ein bisschen auf. Also es macht ja auch Spaß, in diese Welt einzutauchen, sich darüber Gedanken zu machen, zu recherchieren, gucken, welche Tools man nimmt, wenn man sie manipuliert, wo reinpassen, wie man Schlösser überwindet, wie man Bewegungsfelder überwindet und so. Das ist natürlich auch eine spannende Geschichte. So, das ist einmal der Rohrsteckschlüssel und einmal die einzelne Schraube. 5,05 Euro bitte. Mit Karte bitte. So, das war's auch schon. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen flexen. Mit der Schweizer Taschenflex. Das ist übrigens auch einer meiner Lieblingsschlüssel zur Stadt. Mit meiner schönen Flex kommt man eigentlich überall rein. Kunstaktivismus und alle auf die Fresse. Wenn wir auf die Fresse sagen in Berlin, ist es jetzt nicht so gleich so drastisch wie vielleicht anderswo in Deutschland. Man sagt ja auch, wir haben eine Berliner Schnauze oder eine Berliner Fresse. Das ist einfach, meint einfach damit, dass man es den Leuten halt aufzwängt, aufdrückt, dass sie halt gar keine Wahl haben, ob sie es sehen wollen oder nicht. Was ich voll okay finde, weil das ist genauso wie mit Werbung. Da werden wir auch nicht gefragt, ob wir sie sehen wollen. Oder alles, was vom Staat aus in den öffentlichen Raum gepflanzt wird. Und wir benutzen halt quasi deren Mittel. Und es ist halt mal auf die Fresse. Und ich selber, ja, auf die Fresse geflogen, vielleicht mal vom Fahrrad nach ein, zwei Bier, aber so gerichtlich ist jetzt nicht, hat mir noch nichts das Genick gebrochen. So, das reicht ein kleiner Schnitt. Mal gucken, ob ich das hinkriege mit meinen Wollhandschuhen. Scheibe schon gut runter, aber dafür reicht's noch. Und so baut man sich mit dem einen Schlüssel zur Stadt den anderen Schlüssel zur Stadt. Also die ganze Angelegenheit ist eigentlich relativ einfach. Man muss erstmal gucken, wo halt das Ding ist, das Loch ist. Und schon ist es offen. Und wieder zu. Ja. Wenn ich sowas wie Adbusting mache, also Adbusting heißt, dass man halt quasi die Werbung nimmt, beziehungsweise die Werbeflächen und die halt manipuliert oder selber bespielt, dann bin ich immer ein Fan von so ein bisschen zu verwirren, also dass man dem Menschen, der darauf guckt, nicht gleich zu zeigen, das ist irgendwie eine falsche Werbung, das ist ein falsches Plakat, da muss irgendwie jemand reingegangen sein und die ausgewechselt haben. Sondern, dass man so erst so ein bisschen hadert, so, okay, das ist krass,
das ist eine miese Werbung jetzt von der Bundesrepublik Deutschland so, aber es sieht so original aus, das könnte es halt sein. So. Hm. Und genauso war es ja auch zum Beispiel bei den Dortmund-Geschichten. Da haben wir Borussia Dortmund, den Verein quasi genommen, deren CI ja, übernommen, sagen wir es mal so. Und den falschen Zitate gegen Rechtsextremismus in den eigenen Fanreihen quasi in den Mund gelegt. Und die Leute haben es geglaubt. Sie haben es gefeiert, dass Borussia Dortmund endlich so radikal auf die Barrikaden geht und so, bis dann irgendwann halt rauskam, so ey, niemals, wir waren es nicht. So, also das ist dieses, ich bin großer Fan davon, dass erstmal ein bisschen Unruhe gestiftet wird, Unruhe in den Köpfen, dann Unruhe in den Reihen von den Leuten, die sich damit beschäftigen. Und dass es halt immer diese Phase gibt, diesen Moment dieser Unklarheit, wenn die Plakate halt offiziell aussehen. Schnallen die Leute das auch jetzt nicht sofort, wenn ich da reingehe und das Plakat auswechsel und einigermaßen offiziell aussehe, sondern erst auf den zweiten Blick meistens. Aber da bin ich ja schon weg. Und jetzt, da wir die Pandemie haben, gewinnt auf einmal die Kunst auf der Straße wieder total an Relevanz. Also die ganzen musealen Sphären sind geschlossen, die ganzen elitären Kunstorte, die ja nicht mal für jeden geöffnet sind, sondern halt nur für die Elite. Und jetzt ist Kunst auf der Straße so wichtig wie nie, weil es der einzige Ort, wo man Kunst halt quasi noch begegnen kann. Kunst ist halt eine Waffe, die halt im öffentlichen Raum beziehungsweise auch im nicht öffentlichen Raum eigentlich kaum einer Zensur untersteht bei uns. Wir haben Glück, dass wir halt in einem relativ liberalen System leben, wo sowas wie Kunstfreiheit gibt, im Gegensatz zu China oder anderen Ländern. Deswegen ist es wichtig, dass Künstler oder auch Aktionskünstler oder auch politische Aktionskünstler damit arbeiten. Und momentan wurde halt die ganze Kolonialaufarbeitungsdebatte wieder thematisiert in den Medien. Ja, den Versuch der Umbenennung der Mohrenstraße zum Beispiel oder auch im Kolonialviertel. Und da bin ich dann halt auch über dieses Kolonialvergangenheit Deutschlands in China gestolpert. Das Straßenschild ist ja an sich schon so eine Art Denkmal. Ja? Und ich habe diese Straßenschilder dann halt aus dem Kontext gerissen und aus dem Denkmal wurde ein Mahnmal. Und es gibt auch den Pekinger Platz, der nicht nur nach der wunderschönen Stadt Peking benannt ist, sondern die Niederschlagung des Boxeraufstands theorisiert. Und die Kiatschu-Straße erinnert halt an die Kolonie, die Deutschland damals besessen hat. Und Straßenschilder dürfen nicht an eine so negative Vergangenheit Deutschlands erinnern. Ist absolut sinnfrei. Und da habe ich diese Straßenschilder aus dem Kontext gerissen, habe sie abgeflext mit meinem Schlüssel zur Stadt. Habe halt ein neues Straßenschild kreiert, was halt gleichzeitig ein Kompass war. Und der halt ein Mahnmal auf dem Pekinger Platz wurde, auf die Verbrechen hinweisen soll und die Richtung, wo sie passiert sind, die diese Menschen oder Umstände, die auf den Straßenschildern zu lesen sind, begangen haben oder was da passiert ist. Also ich fände es sehr interessant, da irgendwie noch mal tiefer einzutauchen und vielleicht mal ein Tsingtao zu besuchen, damit man sich ein bisschen nur von der Theorie wegbewegt. In China beispielsweise drohen da natürlich drakonischere Strafen. Deswegen habe ich auch sehr hohen Respekt für Leute, die da auf der Straße arbeiten und ja, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, ohne sich zu sehr in Gefahr zu bringen, halt irgendwie ein bisschen mit Kunst aufzulehnen.